Hallo, willkommen zu einer weiteren Runde Pioneers of Pagonia. Wir müssen unsere Siedlung, unsere Dorfstärke absichern. Da bin ich ja mittendrin, dies zu tun. Und ich hatte ja überlegt, wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn ich Herzogschmiede? Achso. Wenn ich hingehe. Wenn ich hingehe und noch mal schnell bin ich wieder irritiert. Vielleicht noch eine weitere Holzwerkstatt errichte. Damit so das ein oder andere vielleicht etwas schneller gebaut werden kann. Ich versuche mich gerade so ein bisschen zu orientieren. Ich mache wohl seit der letzten Folge nichts anderes und versuche mich zu orientieren. Ja, das mit den Banditen, die dich ein bisschen sehr nervig. Da ist ein Dieb. Aha, okay. Kommen die vielleicht mehr dann so aus dieser Ecke? Und gar nicht so sehr aus jener hier. Denn hier ist ja der andere Ort. Da sind Diebe, jede Menge. Aber da können ja auch Banditen sein, ne? Ein bisschen sehr ärgerlich. Ich hatte hier ja Soldaten in Auftrag gegeben. Hier auch. Da sind sogar schon welche da. Immerhin. Okay. Die machen mir, meinen Leuten, das Leben schwer. Ja, ich habe erst noch habe ich relativ einfache Soldaten, bedingt bezüglich der Rohstoffe, die mir momentan dann noch zur Verfügung stehen. Und es nimmt kein Ende. Da kommen schon wieder irgendwelche Diebe an. Denen es aber nicht unbedingt gut ergeht. Was gut ist. Also für mich, ich will die Diebe. Jetzt ist Maria und Josef. Vor allem, wenn ich mich hier die ganze Zeit über mit dem Dieben beschäftige, komme ich zu nichts anderem. Und Banditen und so. Das ist ein bisschen nervig. So, wie sieht's hier aus? Rekrutiert werden hier immer noch ein paar Leutchen. Das reicht hinten und vorne nicht. Ich gehe hier mal so auf 15. Steinmetz, Waffenschmied. Du machst bitte noch mal so ein paar Schwerter mehr. Dann hatte ich hier irgendwo eine Holzwerkstatt. Wie weit ist der? Und da kommt es ja langsam voran, ne? Mit seinen Produkten. Augenblick. Da ist ein Weg, da kann ich nichts mehr bauen. Ja, da kann ich merken. Holzwerkstatt. Ist doch relativ groß. Naja, hier könnte ich es erstmal gerne haben. Ich setze mal hier eine weitere Holzwerkstatt hin. Ah,
habe ich Möglichkeiten des Wegausbaus hier nicht. Auf keinen Fall. Hier könnte was gehen. Ja, ich sehe schon. Da sind die ganzen Steine im Weg. Oh, oder hier in dem Fall ist es Kohle. Das ist nicht so gut. Hätte ich hier jetzt Möglichkeiten? Auch nicht. Ist zu eng. Brauche aber eine Verbindung darunter. Das hilft nichts. Das ist alles zu weitläufig hier. Wenn das nicht geht. Aber das geht, dann nehme ich eben den Weg. Okay. Moment. Ja, ich mache das mal so. Wenn das auch nicht optimal ist, aber besser als nichts. So, liebe Leute, wie schaut's denn aus? Habe ich hier schon mal ein paar Leute mehr rumrennen? Immer noch nicht. Das ist erfreulicherweise immer noch 10 von 10. Und entsprechende Rekrutierung habe ich. Da sind 5, da sind 6. Ich noch mal. Also, ich gehe nochmal auf 15. So. Was ich rekrutieren kann, rekrutiere ich. Okay. Moment. Kann doch ja nichts tun. Glaube ich nicht, dass du nichts zu tun hast. So, alles klar. Ein weiteres gegnerisches Lager wurde entdeckt. Einheiten werden angegriffen. Oder werden hier am laufenden Meter, wenn man so will. Geschickter Dieb, Meisterdieb, die haben auch ja einiges zu bieten, ne? Muss man schon sagen. Da gibt's Eisenerz. Ja. Ich versuche mal mein Glück. Mehr als schief gehen kann ich. Muss mal speichern. Sicher ist sicher. Hallo. So, zurück zum Spiel. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir erreichen können. Wir setzen dann mal unseren Angriffspunkt. Und dann schauen wir mal. Das sind sehr, sehr viele Leute. Ne? Also die haben da, also die Mannschaft hier, die ist ho. Da komme ich mit meinen 10 Mannequin nicht weit, befürchte ich. Das sieht gar nicht gut aus. Ich glaube, die reibe ich da mehr oder weniger auf. Ganz eng, als da wir da überhaupt irgendwas machen können. Das wird nichts werden, befürchte ich. Ich habe nur noch einen. Und das war's. Wieso sind das so viele?
viele. Es ist, glaube ich, nur ein Lager, wenn ich das richtig sehe. Ich sehe zumindest hier in der näheren. Ah, nee, das ist noch eins. Ho, 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 ho. Aber trotzdem, also die Lager, die sind extrem gut bestückt hier. Das ist sehr heftig. Aber hallo. So. Nun gut. Das ist, wie es ist. Abenteuergilde. Let's go. Schneiderei, was habe ich denn gesagt? Dann gehe ich mal flugs auf 19. Die Holzwerkstatt ist fertig. Dann produzierst du erstmal Holzschilder. Bisschen nach hinten. Die andere Holzwerkstatt wird sich ab sofort auf Fackeln spezialisieren. Dann hast du schon mal 30 Stück. Ja. Und so ist der Plan. Holz. Einen Moment, da kann ich doch bestimmt noch mit irgendwas dienen. Ein Sägewerk, wie wär's denn damit? Hier in der unmittelbaren Nähe noch ein Segelwerk hinsetze. Ich setze da mal hier so ein Segelwerk hin. So, wie sieht's hiermit aus? Habe ich da schon Leute rum existieren? Noch nicht. Meine, aber ich hätte... Was brauchen die? Holzsperre. Kann natürlich sein, dass die nicht ausreichen. Beziehungsweise. Nö. Holzsperre. So. Okay. Hier ist echt nicht ohne. Ja, Rekrutierung läuft. Und ich brauche hier mehr Leute. Da hilft alles nichts. Das muss einfach erstmal jetzt so sein. Hier kommt ein weiterer Wachturm hin. So. Ja, gerne, aber hilft mir im Augenblick überhaupt nicht. Den Angriffspunkt, den setze ich wieder hier hin, damit die da nicht ständig hinrennen, weil ne, das habe ich schon mitgekriegt, das sind ein bisschen zu wenig hier jetzt hier. Und ich kriege die hier nicht dezimiert. Ich muss die hier erstmal wieder sammeln. Mit zwei Minikes kann ich hier nichts reißen. Und dann ist einfach so. Wie sieht das jetzt hier aus? 10 von 10, das ist cool. Hier habe ich 6 von 10, immerhin. Wenn die Angriffe da draußen stattfinden, ist das zwar ärgerlich, aber verschmerzbar. Nicht ganz so heftig. Okay. Schilderproduktion läuft. Produktion läuft, aber eben nicht besonders schnell. Schneiderei, wie sieht's hier aus? Da werden sowohl Rucksäcke als auch leichte Rüstungen produziert. Auch das läuft. Braucht aber alles seine Zeit, das ist nun mal so. Und so.
solange ich hier die lieben Kollegen nicht in den Griff kriege. Kann ich mich auch schlecht um andere Dinge kümmern. Zumindest ist erstmal so die Waffenproduktion, Rüstungsproduktion und so, das ist erstmal vorrangig. Und die sitzen hier auf Eisenerz. Nicht viel, aber immerhin. Stein, Kalkstein. Ich wäre wahrscheinlich schon viel weiter, wenn ich die Möglichkeit hätte. Da gibt es noch Kupfer. Meine Siedlung entsprechend auszubauen, aber im Augenblick hakt es ganz einfach daran. Keine Jagdmöglichkeiten hier mehr, das ist nur nicht so gut. Ja, wenn hier nichts ist, ich hier nichts jagen kann, brauche ich auch keine Jagd, bitte. Hier ist auch nichts mehr auf Ort oder so. Und dann kommt die weg. Und dann kommt die weg. Kriege ich hier einen Wachturm hin? Hervorragend, das läuft. Genau, da brauche ich entsprechend Leute. Ich benötige Holzspeere. Geht nicht anders, der muss beides jetzt erstmal machen. Okay. Habe ich Zahnräder? Früher oder später werde ich die brauchen. Ja, aber ich. Naja, ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf. Erstmal Waffen, Rüstungen. Was anderes hat jetzt erstmal keine Zeit. So, 9 von 10, sehr gut. 10 von 10, supi. Meine Frage ist nach wie vor, woher kommen die Diebe, nicht die Diebe, die Banditen? Die Diebe, die haben wir gefunden. Die sind hier reichhaltig vorhanden. Reichhaltig. Aber wo stecken die Banditen? Ah, hier zum Beispiel. Das ist ein Banditenlager. Interessant. Ja. Folgender Vorschlag. Auch wenn ihr noch nicht komplett seid. Ah, da kommt da. Ja, dann nur warte ich den einen noch ab. Jetzt sind sie komplett. Sehr schön. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Kein Angriffspunkt. Patrouille. Bitte schön hier. Patrouille. Bitte schön da. So. Dann könnt ihr hier schon mal so ein bisschen rumpatrouillieren. Ah, alles gut, alles gut, alles gut. Die sind fertig mit dem Bau. Und ich brauche Waldläufer, genau. Abenteuergilde, Waldläufer. Ah, da, ja, da läuft noch die Ausbildung. Oder die Rekrutierung, je nachdem. Fackeln sind da, aber keine leichte Rüstungen. Schneiderei, wie sieht's aus? Lagerbestand, das ist schlecht. Ich habe kein Leder und keine Eisenbarren. Das ist ganz schlecht. Houston, wir haben ein Problem. Ich bekomme Leder nur durch Tiere.
die ich jage. Hier ist aber weit und breit nichts. Das ist ganz übel. Weiß nicht, ob ihr das hört. Draußen ist gerade Sturm. Also hier bei mir zu Hause. Also nicht in der Wohnung, logischerweise. Das regnet ganz heftig. Ich glaube, ich höre sich ein bisschen noch nach Hagel an. Ich weiß nur nicht, ob das durchs Mikro kommt. Ja, das ist natürlich nicht. Es gibt da ganz großer Blödsinn. Also ich weiß nicht, ob ihr das hört, das wird sich wirklich sehr gefährlich an. Oh, ich bin noch im Restcafé. Köstlich. Kalter Kaffee kann ich empfehlen. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt stehe ich da im nackten Hemde. Keine Tiere, die ich jagen kann. Bällchen hier gibt nichts mehr her. Dies ist unschön. Da läuft so die Holzproduktion. Das war auch alles, was da läuft. Da hinten haben wir Hoppelhäschen. Ja, schön. Klasse. Da ist aber auch alles voll von Dieben und dergleichen. Diebeslager hier, Diebeslager da. Eieieiei. Dies ist ein Problem. Dann hilft es nicht. Dann muss ich hier auf Wachen umschwitzen. Das könnte das Einzige, was ich jetzt noch machen kann. Mach das mal so. Das Dumme ist, dass die Soldaten die Diebe nicht attackieren, soweit ich weiß. Wir können das. Oh, Moment mal. Kann ich das, oh, Moment mal. Bestimmt Möglichkeiten, das zu erfahren. Soldat. Ich nehme mal an. Bekämpft Gegner innerhalb und außerhalb deiner Grenzen. Greift Gegner an, erschrickt durch Schemen. Wir probieren da mal was aus, aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles Gute. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für euer Begleiten. Vielen lieben Dank, dass auch du immer noch mit dabei bist. Ich hoffe, ich kriege das hier noch gewuppt mit der ganzen Geschichte. Im Augenblick habe ich mich da so ein bisschen verrannt. Es drückt an allen Ecken und Enden. Nun gut, es hilft nichts. Wir müssen das hier irgendwie gewuppt bekommen. Ich muss das hier irgendwie gewuppt bekommen und ich hoffe, ich kann das Ganze hier noch retten. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Folge weitergehen wird. Bis dahin wünsche ich euch, wie immer, alles Gute und genießt die Zeit.